Gesagt, getan. Am Weihnachtsmorgen trommelte Ilsa ihre Eltern und Mia und Emil mit ihren Familien zusammen. Emils Oma war zwar noch im Krankenhaus, es ging ihr aber inzwischen besser. Und so würden sie später dort besuchen und gemeinsam Weihnachten feiern. Als alle vor dem Geschenkeladen versammelt waren, sagte Ilsa laut: Lichtblick! Und die Tür ging in großem Bogen nach innen auf und gab den Blick auf die Kerze in der Mitte und den zauberhaften Ladenpreis. Alle traten ein und bestaunten die wunderbare Dekoration, die märchenhaften Bücherregale, die vielen verschiedenen Kerzen und das Funkeln und Glitzern überall. Heute am Weihnachtstag wirkte alles noch viel zauberhafter als sowieso schon. Heute ist Weihnachten, das Fest der Liebe. Und ich habe mich so auf diesen Tag gefreut. Das schönste Geschenk habe ich zwar schon bekommen. Deine Mütze! Ja, genau. Dass ich die Mütze wieder bekommen habe, hat mir sehr viel bedeutet. Und dass ihr jetzt alle hier seid. Kind, nun spann uns nicht so lange auf die Folter. Horst, lass die Kleine ausreden. Ich wünsche mir, dass wir uns jetzt alle mit unserem inneren Licht verbinden. Hä? Nun warte es doch mal ab. Eigentlich kann man das innere Licht nicht sehen, sondern nur fühlen. Aber heute am Weihnachtstag, in diesem magischen Laden, ist sogar das möglich. Mein persönliches Licht könnt ihr hier sehen. Hallo zusammen. Und hören. Hallo. Guten Morgen. Hey, guten Morgen. Diese schöne Kerze ist zu mir gekommen, als ich traurig war, und hat mir ein Licht geschenkt. Das hat mich aufgemuntert und mein inneres Licht ein wenig aufgehellt. Das innere Licht leuchtet natürlich nicht nur, wenn wir traurig sind. Es leuchtet immer, egal wie es uns geht. Mal heller und mal dunkler. Das ist ja toll. Und all die anderen Kerzen, die hier in den zauberhaft geschmückten Regalen stehen, könnten vielleicht für euch leuchten. Wollen wir es versuchen? Mama, hilfst du mir? Sehr gerne. Also, wir verbinden uns alle mit unserem inneren Licht. Das ist ganz einfach. Wir stellen uns einfach vor, es fliegen abertausend kleine glitzernde Lichtpunkte durch unseren Körper. Jeder einzelne steht für eine schöne Erinnerung, einen herzlichen Moment, ein liebes Lächeln, das uns begegnet ist oder das wir ausgesandt haben. Wir denken an all die Wesen, die wir gerne haben und an all die Liebe, die wir einander schenken können. Nun wird es ganz warm in uns und unser inneres Licht beginnt immer stärker zu leuchten. Und dann geschah wirkliche Magie. Eine Kerze nach der anderen entzündete sich im Geschenkeladen Lichtblick. Und die sowieso schon zauberhafte Atmosphäre dehnte sich aus. Ein Lichtmeer verbreitete sich durch den ganzen Raum und versetzte die ganze Gesellschaft in großes Staunen. Jetzt kann Weihnachten beginnen. Kann ich dich jetzt mit nach Hause nehmen? Ich dachte schon, du fragst nie. Jeder darf eine Kerze mitnehmen. Eine bringe ich Oma mit. Das ist eine tolle Idee. Und ein schöner Lichtblick. Der Zauberschlüssel ist ein Wort. Du findest ihn an diesem Ort. Ein leuchtend Lichtlein macht sich breit, gehört zu dir für alle Zeit. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Und wenn auch du demnächst eine Kerze brennen siehst, erinnere dich an dein inneres Licht. Ich bin mir sicher, du lächelst dabei. Trage dein Licht hinaus in die Welt, so wie die kleine Schneeeule Ilsa. Das war Die kleine Schneeeule Ilsa auf der Suche nach dem Licht. Hörspiel von Tanja Rott. Es sprachen Tanja Rott als die kleine Schneeeule Ilsa, Sabine Blasius als Amalia Eule, Rudolf Krämer als Horst Eule, Lena Thiemann als Mia Meise, Birgit König-Rolf als die Stimme, Marc Böhmke als
als Emil Erdhörnchen und Matthias Jordan als Erzähler. Eine Produktion aus dem Jahr 2023.